Moin, moin. Kurzes Update, wie diese Woche so lief und was überhaupt lief. Dienstag hatte ich ein Fotoshooting mit Caro. GoPro war an der Kamera. Also seid ihr mit dabei? Das geht schon. Genau, dann. Ja, genau. Oh ja. Nur Oberkörper kann ich auch ein Foto machen, ne? Guck nochmal so in die Kamera. Genau. Ich sehe dich immer gar nicht. Ich sehe bloß, du bist bei mir bloß dunkel. Warte. Ja, ich verkehrt. Geht eigentlich. Okay. Oh, jetzt war es verschwommen. So schnell war ich nicht. Warte. Okay, bin bereit. Kurz danach, noch am selben Abend, bin ich zu den Pikes gefahren, den Footballern. Die haben eine ziemlich coole Aktion gestartet, versteigern 3 Sweatshirts für eine Benefizveranstaltung. Werde ich je nach Möglichkeit mal verlinken mit einer Karte. Am Mittwoch war eigentlich der Videodreh mit Dani Witzke geplant, aber ich war so gestresst und so K.O. Ich habe auch noch einen richtigen Job. Auf jeden Fall haben wir das auf die jetzt kommende Woche verschoben. Und am Donnerstag haben wir das Video für die Fachhochschule, fürs Baltic Racing Team zu Ende gedreht. Die enthüllen Ende April ihren neuen Rennwagen. Und da gibt es eine kleine Abendveranstaltung mit Präsentation. Und da wird dann das Video als Trailer gezeigt. Ja. Jetzt schon, genau. Bleib schön, reicht. Alles gut. Alles klar. Spider-Man's Arsch. Dann mal los. In dem Anzug. Ja, ich glaube, das war. Das war die Sache hier. Sind wir jetzt wirklich beim Staubsaugen? Das muss ja ganz gut gewesen sein. So. Mittlerweile auch nicht mehr viel. Ist ganz schön beschlagen. So, und jetzt. Jetzt machen wir ein paar Mal wieder einmal, bloß zum Auto gehst. Genau. Das heißt, ich habe hier einen Haufen Zeug zu schneiden. Ach so. Und eben war ich noch bei den Pikes. Ein bisschen Videomaterial gesammelt vom Training. Für eine Spielankündigung gegen die Eberswalder Warriors, wenn ich jetzt richtig liege. Wir haben uns heute nicht abgesprochen, ne? Ja, das darf schon sein. 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 Das Oh,
Außerdem diese Woche, ich habe die Huya ND-Filter zurückgeschickt, habe jetzt mir von Gope, glaube ich, wird das ausgesprochen, ND-Filter geholt. Habe den eben auch mal zeitweise drauf gehabt bei den Footballern. Ich muss selber gleich erstmal das Videomaterial sichten, wie das so aussieht. Außerdem, die Füße sind am DJI Wohnen dran. Eigentlich wollte ich hier so ein bisschen auch was zeigen. Platz ist ja hier, aber halt Wind. Werde dann hier, glaube ich, eher ein paar Fotos einblenden, die ich am Donnerstag gemacht habe. Sehr geil, die Füße. Vielen Dank nochmal an die Fachhochschule Stralsund. Hochschule Stralsund heißt es jetzt ja. Sehr geil, sehr rückenschonend jetzt das Arbeiten mit dem Wohnen M zusammen mit dem Ring und den Füßen. Sehr geil, wirklich sehr geil. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ronan hat Füße, ND-Filter ausprobiert. Bin mal gespannt, das ist jetzt ein variabler ND-Filter. Der von Huya, der hat einfach so viele Lichtreflexe gehabt. Aber ich bin mal gespannt, ob der ND-Filter jetzt von Go besser war. Ich fürchte, ich musste echt mal viel, viel mehr Geld investieren. Amazon ist ja sehr kulant. Mal gucken, wann ich da gesperrt werde. außerdem bei Amazon bestellt... hochflexibles HDMI-Kabel habe ich da bestellt, so ein Flachkabel für den Gimbal. Das gleiche hatte ich schon mal über eBay bestellt und da war aber der Winkel, der kleine Winkel, genau falsch rum an der Kamera, dass man bei der Sony Alpha 6300 immer gegen die Klappe gestoßen ist. Also unbrauchbar. Hatte ich wieder zurückgeschickt. Und ich werde das mal verlinken unten in der Beschreibung. Auf Amazon gibt es jetzt neue Versionen auf Chinesisch übersetzt. Verschiedenste Längen von diesem HDMI-Flachkabel, Micro-HDMI auf HDMI. Das heißt, habt ihr eine Sony Alpha 6300 und bis jetzt kein Kabel gefunden, dann guckt einfach in die Beschreibung. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Kabel. Mal gucken, wie lange es hält, ehrlich gesagt. Es hat halt keinen Schutz, keine Isolierung, die Kontakte sind offen. Genau, die Mavic Pro von René habe ich mir mal angeschaut, der wird nachher wahrscheinlich nochmal zu Besuch kommen. Er ist hier noch unschlüssig, welche Schnittprogramme er nimmt. Ich will ihm mal Lumetri von Premiere CC zeigen, damit arbeite ich hier auch. Schwebt aber auch in der Luft, ne? Ja. Ich glaube, die Software ist auch fast wichtiger als die Hardware bei sowas. In dem Sinne, noch einen schönen Sonntag, kommt gut durch die Woche. Ich schnall die Gimbal, ich schnall die GoPro weiterhin fleißig an den Wohnen und an die Kamera, wenn ich unterwegs bin und werde versuchen, auch noch mehr zwischendrin Szenen zu filmen, dass ihr nicht nur so bruchstückhaft dabei seid, sondern auch, wie ich hinfahre zu den Shootings oder zu den Drehs und wenn ich die schneide, werde ich euch wahrscheinlich auch mal dabei sein lassen. Genau, in dem Sinne, haut rein.